Hallo, hallo, hallo. Und wir kommen zurück. Ja, zu Deutschland. Zwei. Geben die Quest ab. Ihr habt sie gefunden. Fantastisch. Hier, lasst euch für eure Mühen bezahlen und mache ich mich auf den Weg. Axt. Brust? Ne, Schultern soll das sein. Okay. Nehmen wir die Schultern. Oh, nein, Ruhm. Für was auch immer Ruhm sind. Stufe 15 sind wir noch nicht. Schön, dass wir so hochwertige Sachen kriegen, aber noch nicht mal die Stufe sind. Ja. Ich gucke hier gerade, was die Sachen hier so machen. Okay. Gehen wir jetzt nach oben. Euer Begleiter ist aus der Stadt. Ganze 900, fast 1000 Gold hat er mir gebracht. Wieso sieht das aus, als wir verlassen gerade das Gebiet, ne? Tun wir? Ja, wir haben gerade ein Gebiet gewechselt. Edelstein erforderlich. Zumindest stand da jetzt gerade extra ein anderer Gebietname. Aber egal. Was sind denn für große? Den klatschen wir aber gleich um. Kraftkristall! Das ist den, da brauchen wir wahrscheinlich. Gehen wir hier entlang. Da haben wir die auch aufgedeckt. Achso, ich bin schon da. Ja! Da ist ein Portal jetzt. Du hast ihn aufgehoben, aber ich konnte ihn aktivieren. Hier. Siehst du das? Das Portal, ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Loot. Loot tut mir gut. Falls du mal zwei gute, zwei Einhand-Dinger hast, kannst du mal geben. Gucken, ob wir das immer ausprobieren. Testen schadet ja nicht. Hier, zwei Pistolen meinst du? Ich weiß nicht, ob die Wahl, die sind ja, glaube ich, eher für einen anderen gewesen. Weil meine sind ja relativ langsam, ist das Schlimme. Ich komme zu dir. Siehst du eigentlich mein Level? Ich sehe mein eigenes nicht, deswegen. Ich habe auch keine Ahnung, wie Level ich bin. Du bist Level 9. Wo sieht man das denn? Auf den Namen, auf dem Bild. Steht eine Zahl. Ach so. Ja, da steht bei dir auch eine 9. Na gut. Nicht, dass wir unterschiedliche Level sind. Oh. Ich heute nur noch aufstoße. So. Wie sieht die Ecke da oben bei dir aus? Ganz gut. Ist hier schon, du machst da Hackfleisch. Ja, ja. Ein Kriegsführer. Da führe er uns doch in Versuchung. So. Da unten ist ein Questpunkt, der leuchtet vor sich hin. Hoffentlich nicht die Hauptquest. Ah doch, das könnte. Doch, ist der Tempel. Da gehen wir am Schluss rein. Ist der Tempel, wo wir hin sollten als Hauptquest. Okay. Wenn wir Glück haben, ist hier sogar noch eine neue Kiste. Übelgänger, tötet sie alle. Wieder mit den Schweinen. Schöne Musik, aber die gefällt mir in dem Spiel auch. Voll episch. Ne, der ist auch hier unter Wassertempel. Zugang zum Unterwassertempel. Was war das denn jetzt schon wieder? Diesmal habe ich auch nicht drauf geklickt, bin nur drüber gelaufen. Würde ich es auch behaupten, also.
Du hörst doch mein Klicken wahrscheinlich so lautstark wie das ist. Meine Maus ist nicht leise. Sie kennt das Wort leise nicht. Ah, oh, da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Ach, einen Schlüssel habe ich gefunden. Wir haben für die goldene Kiste haben wir den Schlüssel jetzt. Okay. Genau, von der Kiste haben wir sie. Oh, eine Falle. Was ist da wohl passiert? Ja. Flieg. Flieg und sieg, meine Freunde. Wie die mal wegfliegen manchmal. Wie die Dicken vor allem einfach alles blocken, was ich da rein. Oh Gott. Oh. Ich hab gehört, du willst die alle töten. Na, zwei, ja, sind zwei. Wahrscheinlich rastet der eine aus, weil der andere tot ist oder so. Er ist bestimmt eifersüchtig, weil der erste tot ist. Wahrscheinlich. Rüstungsabzeichen. Ach, das hat mal. Ach, hier ist noch ein Elite, ne? Ich krieg den nicht. Bin ich doof? Ah, hier war die Quest mit dem Rüstungsabzeichen gerade. Meine Fresse. Immer dieses Gebabbel von hinten. Dass die sich auch nie alleine werden können, ne? Dieser Schuft. Pff, was ein Leichenhaufen. Ist normal. Ah, Classic. Muss so. Oh, das ist ein Toter. Verlasse das bisschen, irgendwas, keine Ahnung. Gefühlt dauern die Gegner einfach nur ewig. Ich glaube, das ist der Schwierigkeitsgrad. Ja gut, vielleicht können wir ja nachher runterstellen. Also nächstes Mal, wenn wir das Spiel starten. Aber ich glaube, hier mittendrin können wir den nicht runterstellen. Nee, ich glaube auch nicht. Erst unten fertig machen? Oder? Ja. Oh. Nicht so viel Geld auf einmal hier. Ich kriege ja gleich einen elliptischen. Aber hier könnte ja irgendwo die goldene Kiste sein. Könnte natürlich auch nicht sein, aber... Ja, ein paar Punkte verteilen. Ah, bei 5 Punkten oder 6 Punkten kann man einen Bot aufrüsten. Du klopfst dich hier oben. Wir sind da hingekommen. Hä? Wir sind da auch gekommen. Ah, du bist einmal außen rumgelaufen komplett, oder was? Ja. Weil der Gegner stand, deswegen war ich jetzt verwirrt. Verbleibende Versuche, 6, da könnten wir angeln. Aber bringt ja nichts. Außer ein Erfolg wahrscheinlich. Immer muss man dir mit der Hand gehen. Nicht das alleine. Oder machst du nicht mal den Toten kaputt? Ja. Der ganz viel Geld droppt. Bei mir zumindest. Ballerst du auch gerade alles in Stärke rein? Deine Punkte? Müsste ich gleich mal machen. Ich mach das die ganze Zeit, damit ich mehr Schaden mache. Wie kann man das machen, dass die aufhören zu blocken? Die blocken ja echt fast alles. Schrecklich. Eine Falle. Eine Falle.
Wie unerwartet, wenn du es noch ankündigst. Oh nein. Eine angekündigte Falle, die kam so unerwartet. Ich bin nach unten gegangen. Oh, hier oben ist eine schöne Brücke. Sieht brückig aus. Oh, mehr kann ich nicht tragen. Dieser Spruch ist ja fast genauso nervig wie in anderen Spielen. Ich mag den Spruch nicht, mehr kann ich nicht tragen. Und wer bist du? Elfkopf hat ich hier Schaden zurückgeworfen. Aber zwei Sockel. Tausch mal kurz. So, der nennt. Oh, ich habe einen Würfel. Glückswürfel. Rüstungsglück. Glück beim Magie finden und plus 1. Einzigartig sockelbar. Okay. Ist ein Legendär. Nicht schlecht. Faustwaffe 57 Schaden pro Sekunde. Interesse? Nicht Interesse? Wie viel? 57. Nee. Okay. Hätte er sein können. Hätte Fahrradkette, ich weiß. Eine Pistole mit 37 brauchst du auch nicht, ne? Ja, eigentlich nicht. Aber die machen ja sowieso weniger Schaden. Ich probiere mal jetzt aus hier. Ich nehme mal die Schraubenschlüssel von Anfang raus. Und guck mal, wie das ist. Ich habe jetzt 2 Feuerwaffen. Hier ist nichts. Alter, 10 Schaden. Ja! Nein, kann ich nicht gebrauchen. Aber das einzige Gute ist, man kann die Waffen wechseln wieder. Meiner tragen Felsen. So, kann ich. Den da kannst du auch noch mitnehmen. So. Und hier gehen wir in die Stadt. Du lässt dich gerade von hinten verprügeln. Ich sollte vielleicht eine Waffe wieder anlegen. Könnte helfen gegen Gegner. Jo. Oh, guck mal, Schrein der Meisterschaft, was der wohl macht. Keine Ahnung. Eine Falle. Oh, meine Falle. Oh mein Gott, wie unerwartet. Damit hätte ich nicht gerechnet, nachdem sie es anfängt. Hey, nachdem du die Punkte ausgegeben hast, bist du stärker. Wie kommt das nur? Toter Abenteurer. Identifikationsstrafrolle. Oh, eine leuchtende Truhe. Das ist bestimmt keine Falle. Kein Gegner, auf keinen Fall. Nope. So verhalten sich meine Drohnen in der Gegenwart auch immer. Um mich auch immer zu fressen. Ja. Zack. Da ist jemand müde. Müde for the win. Was diese Kisten? Da ist nichts. Was? Was ist denn für ein Ort? Ort, der nicht da sein will, so eine Mutter. Gegner! Durch die Gegend schießen! Bowling! Ah, was ist denn hier oben? Gar nichts. Ich habe ja einen Freund gefunden. Guten Freund. Spieleck, danke. Ich stelle mir einfach mal in seine Blitzauge, ist schon in Ordnung. Jo. Da unten waren wir ja schon.
So, die legen sich schlafen. Ganz viele Gegner. Gegnerz. Was bist du, ein Phasenbestie? Sehr interessant. Wo ist denn die blöde Goldkiste? Ja, hier ist ein Portal. Ein Phasenportal, okay. Eine Phasenbestie macht ein Phasenportal. Oh, zwei goldene Truhen. Hier haben wir nur einen Schlüssel. Nicht gut, sehen gut aus. Ach, der blaue Strahl bist du. Ja. Ich dachte mal, das ist die Kiste gewesen. Wenn wir raten, müssen die so lange überleben, bis sie... Okay. Ich habe den nächsten schon aktiviert. Beim Anklicken versehentlich. Ach, damals war es noch schön, ne? Wo man Heilstränke spammen konnte. Ging ja damals bei so manchen Spielen. Da kommt den auch noch. Hier kommt aber bestimmt jetzt ein Gegner, ein spezieller. Ja. Oder er kommt dann, wenn wir alle aktiviert haben. Ja, jemand ist müde, wissen wir noch. Ist noch gar nicht so spät, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Zeitgefühl ist im Arsch. Euer Begleiter ist verwundet. Ja, ja, der ist immer verwundet. Euer Begleiter ist geflohen. Ja, jetzt auch noch so feigen und fliehen, ha? Oder es kommen einfach unendlich viele Gegner. Gefühlt. Hast du einen speziellen Gegner, der die beschwört oder so? Weiß ich nicht, ich bin tot. Oh. Was ist denn, krieg ich den ganzen Schaden gerade komplett ab? Das erklärt's. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die werden nicht weniger. Ist das? Immer wenn du welche schützt, kommen welche nach. Ja. Ah, jetzt. Oh, hier habe ich zwei goldene Truhen. Ist mir egal! Bring mich von mir aus um, ich will ja Gold. So. Also wenn ich schon die Chance habe, dann möchte ich gleich beide haben. Was haben wir hier? Noch eine Truhe. Also wenn wir dann noch eine Truhe haben, dann nehmen wir die auch noch mit. Natürlich. Da kamen ja nur ein paar Sachen raus. Das ist ja langweilig. Mindestens 15. Ich habe eine Mindestanforderung. Oh, ich habe blaue Kraulen. 72 Schaden. Oh. Willst du ja nicht haben, ne? Ach, du brauchst hier viel dringender als ich, also. Ja, gut. Ja, ich müsste jetzt sowas kommen wie, gib den Scheiß her. kriegst du sofort. Ich bin gerade nur in den Müller wieder in den Hund werfen. Der arme Hund eigentlich, ne? Der muss den ganzen Scheiß tragen. Ah, komm. Ah, das Inventar meines Begleiters ist voll. Da solltest du ihn vielleicht mal losschicken. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Bist du durchs Portal gegangen? Ja. Oder du hast bei mir auch keine Lebensleiste mehr. Bist du bei mir angeblich? So, Tosche 2, ja, schöne Ladebildschirm. Ich mag ihn auch. Komm her. Handeln.
So, man muss warten. Okay. Da habe ich was für dich. Jetzt nicht auf Löschen klicken müssen. Das Löschen ist bestimmt damit, falls du den Mitspieler nicht magst. Hier, guck mal. Weg ist es. Willst du sie haben? Ja. Weg ist es. Und, ist sie gut? Ja. Gut. So, Hund weg. Guck mal, ich habe immer noch den goldenen Schlüssel. Der goldene Schlüssel hat nicht dafür gezählt. Also hier ist irgendwo, fliegt hier noch eine goldene Kiste rum. Die wir vorher sprechen. Guck mal, da ist ein Verzauberer wieder. Aber das ist mir jetzt egal. Ich habe kein Geld dafür. Nein, ich will nicht verzaubern. Geh weg. Vielleicht kannst du deine blaue verzaubern. Hm. Vielleicht lohnt sich das schon. Ich habe die Truhe gefunden. Ah, sehe schon. Ach, du kannst sie auch öffnen? Scheint so. Ja. Ah, dann können wir jetzt eigentlich zum Tempel gehen, ne? Hier haben wir, glaube ich, hier keine Aufgabe mehr. Bevor wir noch die ganze Landschaft erkunden. Warte, dann mach jetzt nochmal jemand auf die blaue Kralle drauf. Oh, natürlich halt die Gegner, die hier rumfliegen. Jo, 600-700 Gold vom Begleiter wieder gekriegt. Ja, Level 11. Ich bin anscheinend einen Ticken schneller als du. Warum auch immer. Mir fehlt noch ein Sechstel. Was? Ein Sechstel Balken oder? Ja, ein Sechstel von dem kompletten Ding. Wie habe ich das denn hingekriegt, bitte? Du bist eigentlich jemand, der immer in die andere Ecke sitzt. Okay, das verstehe ich in den meisten Spielen nicht, warum ich dann... Weiß ich nicht, vielleicht hast du irgendwelche Klamotten an die EP-Bonus geben oder so? Wüsste ich jetzt nicht, aber kann man das irgendwie ausschalten, dass man nicht mehr sieht, wenn was liegt? Ich habe das Gefühl, gerade ja. Warte mal, Punkte verzahlen. Ups. Ja, ne, kannst ruhig reingehen. Stört ja keinen. Bist ja nur du. Und wenn ich sage tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Ciao.